Hallo. Servus. Ja, ich Servus. wollte eigentlich den Hans-Peter anrufen. Brauche nämlich noch Ja, ich Dünger. bräuchte den Guten Morgen. auch. Hallo. Moin. Wer Bräuchte spricht auch denn den Herrn so? Better, weil, ja. Herr Mal Neumann? schauen. Herr Neumann? Nein. Wer ist denn da? Herr Müller. Ach, Herr Müller. Lukas Müller. Ah, hallo. Ja. Guten Tag. Ja. Ja, ich vermiss auch den Herrn Peter. Ich würde gerne ein Auto kaufen, aber. Auto. Haben Sie ein Lotto gewonnen? Nee, eher so eine Schrottkarre. Ach so. Ja, Ja, ich hätte ich halte Müller mich auch. jetzt halt so mit Verträgen über Wasser, weil dafür, ich muss halt schauen, dass das mit den Feldpreisen alles passt. Ja, die Weil ich sind möchte halt auch ordentlich nicht. gesalzen hier. Oh, stimmt. Ja. Herr. Aber Herr dafür sind die Felder auch recht groß. das stimmt schon. Varuna, Ja. Sie sind ja noch im Gemeinderat. So ist richtig. Kann ich, also weil ich habe ja einen Privatkredit aufgenommen und wenn ich den, das zählt ja dann zu meinem Geld und wenn man, und da ist ja so ein neues Gesetz, dass man das gesamte Guthaben zusammenzählt und dann 10% oder irgendwie so Ja. etwas. Weil ich bräuchte noch ein bisschen Geld und jetzt. Ach so, meinen Sie. Ja. Also nachher ist ja die Besprechung vom neuen Gemeinderat, beziehungsweise wird bekannt gegeben, wer der neue Gemeinderat wird. Dann wäre am besten, wenn man das, wenn Sie das mit dem neuen Gemeinderat klären. Ah ja, nein, Ich weil glaube, das das ist lohnt eben sich so. jetzt nicht mehr. Ich muss, ich habe, so sag ich mal so, knapp ja, 30.000 zur Verfügung. Und ich muss eben noch Frontlader, die Schafe und so weiter kaufen. Und als Schäfer, Sie wissen vielleicht, als Schäfer verdient man eben nicht so viel überhaupt, wenn man nicht so viele Schafe hat. Deshalb hätte ich noch also einen Nebenjob, aber nur dafür bräuchte ich eben dieses Auto. Das kostet halt auch wieder was und schauen. Ja, das ist doof. Ja, deshalb Ja, müssen gucken bräuchte ich Sie, ja eben noch ein bisschen Geld. sprechen Sie mit dem neuen Gemeinderat. Ich denke, die werden da dann schon irgendwas Ja, möglich machen. ich glaube, ich werde es sowieso nicht. Vielleicht gibt es ja auch neue Subventionierungen. Ich weiß nicht, was die dann beschließen. Ich hoffe es, Ich aber bin mal ja. gespannt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, der Herr Peter, der heizt für die ganze Welt. Der hat da hier das Glas von seinem Haus da, das hat irgendwie eine Lücke. Wie Lücke. Ja, es ist Hier. energetisch abgeriegelt, das passt schon. Oh. Wird er wissen. Ah! Hier steht gerade in der WhatsApp-Gruppe die Richtung Bauhof, die Straße ist gesperrt. Oder Wo ist denn halt. überhaupt der Bauhof? Okay. Ah, der ist da drüben. Richtung. Ah, ich habe auf dem Stadtplan. Richtung Ja, Feldkirchen, wenn sie da rüberfahren. Da schau Da hier, wer irgendwie Hof kommt denn 6 hier? heißt der Er Bauhof gibt oder hier so, jetzt auch steht einen hier. Rechtsanwalt. Ja, Ja, den hätte ich das letzte Mal gebraucht, weil ja. es ist schon so spät. Ja, eben, deshalb, da gab es eine Stellenausschreibung, da hat sich jemand drauf beworben. Ja, das ist schon was Nettes. Ja. Was fährt denn der für ein Auto? Gerade mal gucken. Ja, das Was ist steht denn da hinten VW. drauf? Das ist Ja, ein was ist denn? nobles Auto. Rechtsanwalt. Der hat wohl schon ordentlich Kohle gemacht. Julian Zimmermann. 0195 987654. Ja, die Nummer Ich müssen wir habe im wirklich Traktor die merken. Ziehharmonika. Soll ich sie mal holen? Ja, die können Sie nachher mal kurz spielen, wenn wir Nein. drüben sind bei der Besprechung. Ja, Hallo! also ich bin noch nicht so ganz. Hallo! Also, ich habe, weiß gar nicht, wie lange nicht mehr gespielt, aber jetzt, ja. Na, Hallo, Quetschkommode. wo sind der Besitzer hier vom Ja, das Laden? wird man auch gern wissen. Wir warten alle auf den. Ja, mit dem habe ich eben Ich gerade hab noch den, glaube telefoniert. ich. Ich glaube, ich habe ihn vor einer. Ich glaube, vor einer Stunde war es. Mal angeschrieben, dass er mich anrufen soll. Ich warte Okay. vergebens darauf an. Herr Warunder, Sie sind auch in der städtischen Steuerprüfung, oder? Ja. Noch. Noch. Trotzdem. Dann habe ich hier den richtigen Mann gerade bei Ammann. Ja, das war gerade irgendwie ein Satz mit zu vielen Wörtern, egal. Und zwar der Herr Zimmermann, das ist der Herr da hinten mit dem pinken Moin. Hemd. Guten Moin, Tag. ich bin der neue Der Anwalt hier. ist der neue Anwalt. Der Moin. hat hier beim Herrn Peter ein Auto gekauft. Das, was davon Was ist, was da steht. steht? Und der Herr Peter hat gesagt,
Ja, weil sie so ein netter Mann sind, brauchen sie keine Steuern bezahlen. Oh, das Ist ist das ungeschickt. so korrekt oder nicht? Weil ist ja ein Anwalt. Ob der, aber meines Wissens nach gibt es da keine Sonderregelung. Nee, ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Missverständnis ist, weil ich kriege auch erst die Rechnung noch per Post zugeschickt. Oder der Herr Peter zahlt es aus eigener Tasche, die Steuern. Und noch was anderes, der Herr Peter hat mich gerade angerufen, ich sollte ihm Steuern zahlen. Weil er für den Einkauf von der Stadt. Ist das auch korrekt? Na, was haben Sie denn, was haben Sie gekauft und was haben Sie dafür bezahlt? Ich ja nix. Ich, also bezahlt habe ich eigentlich nur das Auto, 30.000 Euro. Okay, ja, dann kriegen Sie bestimmt die Rechnung noch, wo die Steuern ausgeschrieben sind und dann müssen Sie Nee, die ich meine, nee, überweisen. das war gerade was anderes Ja, von das habe ich der. auch verstanden. Jetzt machen Sie mal langsam hier. Kann ja wohl nicht sein, dass Sie sich hier gegenseitig ins Wort fallen. Also, wenn die Polizei Fahrzeuge beim Händler gekauft hat, dann ist da keine Steuer in dem Sinne notwendig, aber natürlich dem Herrn Peter seine Gewinnbeteiligung kann da noch dabei sein. Ah, so, okay, Die dann würde habe sich ich auf das. 10% des Kaufpreises betragen. Ja. Also Ah, das könnte sein. okay. Dann habe ich was falsch verstanden. Entschuldigung. Jo. Dann hat er das etwas falsch ausgedrückt. Ja, vermute ich jetzt mal, ja. War ja richtig, dass ich es über das Stadttablett überwiesen habe. Ja, das ist klar. Also ist dasselbe der Dienst wie das Diensttablett, nur mit einer anderen App. Ja. Okay, gut. Dann, so. Ich glaube, ich rufe mal den Herrn Peter an. Ja, der soll mal vorbeikommen. Der soll. Peter. Ja. Hallo? Ja. Du, du kriegst wahrscheinlich gleich einen Anruf von der Polizei. Aber. Sag denen mal, dass du die Rechnung für den Anwalt noch nachreichst. Die wollen dir einen Karren fahren. Wegen den Steuern. Da hast du Was doch wollen keine. die? St Beim Anwalt hast du doch keine Steuern verlangt. Woher weißt du das? Ja, weil der Polizist mich gerade gefragt hat. Er hat das nicht einfach gesagt, Alter. Doch, hat er. Ich krieg die Krise. Ja, dann haust du ihm die vollen 10% Gewinnbeteiligung rein und auch doch die Steuern. Sonst bleibst du drauf sitzen. Sag einfach, du musst die Rechnung noch schreiben und danach muss er die Steuer bezahlen. Ja, mach ich. Ja, Danke für die nicht, dass du Info. hier Probleme kriegst. Und kannst du mir Dankeschön. mal gerade noch drei Dünger und was geht in die Sämaschine für Saatgut rein? Wie viel? Keine Ahnung, ich glaube drei, ich weiß, ich verwechsel das immer, ich denke immer 3000 Saatgut, aber ich glaube, Kaufst du ich mir weiß nicht. zwei Paletten Saatgut noch? Zwei Paletten? Zwei Paletten Saatgut und drei Dünger. Drei Big Packs Dünger. Weil. Schreibst du dann auf die Rechnung mit drauf, wegen der Steuer? Was und drei Dünger oder was? Ja, ich glaube, du kaufst aber gerade von deinem Geld. Nein. Von welchen dann? Und dein. Ach so, wird nicht abgezogen. Ah, erst wenn du aus dem Händler rausgehst. Okay, ins Tablet zumachst. Gut, also achte drauf, gell? Ja, mache ich. Danke Danke. dir, tschüss. Habe ich dir mal wieder einen Arsch gerettet, ey. Ich hoffe, das vergisst er nicht. So, hoffe ich mal, dass hier ordentlich was reingeht. Ich weiß zwar nicht, weshalb ich das mache, aber bin ja kein Unmensch. So, dann fülle ich mal hier auf. Ups. Na. Was ist denn jetzt los? Ach so. Ja, das bisschen, was hier noch stehen bleibt, das lasse ich dem Hans-Peter stehen. Schiebe ich gleich mal an die Seite. Dann stört es auch nicht.
Ja, will da noch einer was von mir, oder was? So, dann werde ich mal überlegen, was ich hier anpflanze. Also in einer Stunde müssen wir beim Dienstag sein, das müssen wir hinkriegen. Muss ich mich ein bisschen strecken, dass ich da drüber gucken kann. Dieser Düngestreuer hängt immer so hoch. Ich glaube, der ist eigentlich eher für einen Heckanbau gedacht. Aber naja. Ja, wo ist die Straße? Seh nix. Blindflug. In den Kurven ist es noch am besten zu fahren. So, wie immer, nicht vergessen, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, wenn ihr Bock habt. Würde mich freuen. Gerne auch mal auf Twitch vorbeischauen, da bin ich auch regelmäßig am Stream. Eigentlich die nächsten 2 Wochen täglich. Morgens Start, nachmittags und mittags. Farming Simulator hier von der Grünfelder Land Map. Die Map findet ihr natürlich auch auf modhoster.de. Ist unsere Eigenbau-RP-Map. Im Beta-Stadium. Darum denkt bitte dran, es ist noch einiges zu tun. Eure Version ist ein bisschen eine andere, wie sie jetzt hier vorliegt. Es liegt einfach daran, dass wir eben verschiedene Versionen haben. Fürs RP brauchen wir was anderes wie jetzt für ja, fürs normale Spiel, sag ich mal, was ihr jetzt machen wollt. Ups. Ja, da war ein Schild. Ich grab mal den Dinger hier ab. Und die Sämaschine auch. Dann dünge ich mal schnell übers Feld und dann fahre ich hoch. Mal, dass der Dünger ausreichend ist für das kleine Feld. Wenn ich nochmal was kaufen müsste, wäre nicht so optimal. Das Feld ist doch größer wie gedacht, glaube ich, irgendwie. So passt das.